Bei einer Sonderaktion wird jedes fünfte Glas auf der Deckelinnenseite mit einem von außen nicht sichtbaren Gutschein versehen. D. Lena kauft während der Sonderaktion 6 Gläser und stellt sie in einer Reihe auf. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit folgender Ereignisse. A. Genau 3 dieser Gläser enthalten jeweils einen Gutschein. B. Die beiden ersten Gläser enthalten jeweils einen Gutschein. C. In genau 2 Gläsern befindet sich jeweils ein Gutschein und diese Gläser stehen nicht unmittelbar nebeneinander. Bei einer Sonderaktion wird jedes fünfte Glas auf der Deckelinnenseite mit einem von außen nicht sichtbaren Gutschein versehen. D. Lena kauft während der Sonderaktion 6 Gläser und stellt sie in einer Reihe auf. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit folgender Ereignisse. A. Genau 3 dieser Gläser enthalten jeweils einen Gutschein. B. Die beiden ersten Gläser enthalten jeweils einen Gutschein. C. In genau 2 Gläsern befindet sich jeweils ein Gutschein und diese Gläser stehen nicht unmittelbar nebeneinander. So, was muss ich hier machen? Sie stellen als erstes mal fest, X zählt die Gläser mit Gutschein. So, X ist wie verteilt? Wie ist das X verteilt? So, also das ist B6 0,2 verteilt, völlig richtig. Jetzt machen wir den ersten Teil der Aufgabe. Genau drei Gläser haben einen Gutschein. Da müssen Sie P von X gleich 3 rechnen. Ja, das machen Sie wieder mit dem WTR. Das Problem ist, Sie wissen, dass ich den beim WTR die Befehlssequenz, wie ich das rechne, nicht im Abitur aufschreiben darf. Deswegen schreibe ich das Ihnen jetzt wieder mit Rot hin. Rot heißt, das dürfen Sie im Abi nicht schreiben. Aber ich muss es irgendwie sagen. Wer kann mir sagen, wie ich das mit dem Taschenrechner ausrechne? Also, Sie drücken als erstes Menü. Wie geht das weiter? Ja? Menü 4. Gut, jetzt Menü 4. Und dann sehen Sie, da haben Sie dieses Menü hier. Und dann gehen Sie in diesem Menü auf Binomialdichte, Auswahl 4. Völlig richtig. Also Menü 4. Und dann steht da Liste oder Variable. Sie wissen, ich verwende grundsätzlich die Liste. Sie können aber auch Variable verwenden, das ist egal. Und da steht jetzt ein K. Was nehme ich hier für das K? Ja, bitte. Also das K ist 3. Also das heißt, da drücken Sie 3 ist gleich. Ich drücke da 2-mal das ist gleich. Muss ist eben das Problem wegen der Liste. Dann, wenn ich 2-mal ist gleich gedrückt habe, komme ich in ein Menü. Und in diesem Menü werde ich nach N und P gefragt. Was ist hier N, was ist P? Letzte Reihe bitte. Gut, 6 ist gleich 0,5. Nein, 0,2 ist das. 0,2. Also Sie tippen N gleich 6, P gleich 0,2 ein, drücken ist gleich 2-mal und dann kommt die Wahrscheinlichkeit raus. Die steht dann hier in der Tabelle hier oben. Ja, also wie gesagt, ich mache es eben immer über die Liste, nicht über die Variable. Also das heißt, wir haben dann 6 ist gleich 0,2 ist gleich. Das dürfen Sie bitte im Abi nicht schreiben. Das schreibe ich Ihnen nur an, damit Sie es nachvollziehen können. Und dann kommt da raus etwa 0,081. So, bitte nochmal die B bitte vorlesen. Die beiden ersten Gläser enthalten jeweils einen Gutschein. Gut, wie geht das? Die beiden ersten. Ja, bitte. Also, Gutschein, weiter, mal Gutschein. Und dann halt kein Gutschein. Genau, also das heißt, ich schreibe das jetzt einfach so in Gutschein quer, ja. Gutschein quer, ja. Das ist die Aufgabe falsch verstanden. Wieso, die ersten zwei? Der Rest ist egal.
Die ersten zwei haben keinen Gutschein. Haben einen Gutschein, der Rest ist egal. Das heißt nicht, dass die der Rest ist egal. Ah, okay. Der Rest ist egal, da haben sie recht. Also das heißt, die ersten zwei haben einen Gutschein, der Rest ist egal. Dann rechne ich nur das hier. Und hier stehen dann quasi mal Einsen dahinter. Das ist egal. Aber hier steht die beiden ersten Gläser. Lesen Sie nochmal die Aufgabe vor, bitte. Die beiden ersten Gläser enthalten jeweils einen Gutschein. Ja, das steht nicht genau. Wenn da genau die beiden ersten stünde, wäre es richtig. Da haben Sie recht mit dem egal. Die beiden ersten ohne genau ist dann das hier. Und das ist dann 0,04, glaube ich. So, das letzte bitte vorlesen. In genau zwei Gläsern befindet sich jeweils ein Gutschein und diese Gläser stehen nicht unmittelbar nebeneinander. So, also erstmal rechnen Sie aus, was P von x gleich 2 ist. Und das rechnen wir jetzt zunächst mal gar nicht physisch aus, sondern nur mit der Formel von Bernoulli. Was kriegen Sie da raus mit der Formel von Bernoulli? Da kriegen Sie raus 6 über 2 mal 0,2 hoch 2 mal 0,8 hoch 4. Das wäre die Formel von Bernoulli. So, was ist das Problem dieser Aufgabe? Was ist das Problem dieser Aufgabe? Die beiden Gläser dürfen nicht nebeneinander stehen. Und hier habe ich jetzt alle gezählt, auch die, die nebeneinander stehen. Und jetzt müssen wir zählen, wie viele Möglichkeiten es gibt, sodass die nicht nebeneinander stehen. Das 6 über 2 ist jetzt keine total gewaltige Zahl, also viel ist das nicht. Aber jetzt schauen wir mal, das heißt, das fängt an mit Gutschein, Gutschein und dann viermal, sind 6 Gläser, ja. So, der muss raus, der Fall. Der Fall, der ist okay. Und okay ist das so lang, bis wir bei diesem Fall sind. So, das heißt, wenn das erste Glas vorne ist, müssen wir nur den hier streichen. So, jetzt sagen wir, das erste Glas hat keinen Gutschein. Also hier hat das erste Glas einen Gutschein gehabt. So, jetzt hat das erste Glas keinen Gutschein, dann kann das zweite einhaben. Und das dritte kann einhaben und dann sind die wieder sicher ohne. Den Fall wollen wir nicht. Den Fall wollen wir auch nicht. Aber dann kann ich wieder, so durchzählen. Und dann stelle ich fest, es gibt hier einen Fall, sodass die zwei nebeneinander stehen. Einen zweiten Fall, einen dritten Fall, einen vierten Fall und einen fünften Fall. Und das war's, oder? Nee, das sind 1, 2, 3, 4. Schauen. So was. So, ich habe hier einen Fall zu geben. So, können wir noch schön bitte? Also, Sie sehen, wir haben einen Fall, der nicht funktioniert. Zweiter, dritter, vierter, fünfter. Das heißt, 5 Fälle müssen wir hier rausnehmen. Die Wahrscheinlichkeit ist also 6 über 2 und dann minus 5, das sind die, wo es nebeneinander stand, mal 0,2 hoch 2 mal 0,8 hoch 4. Keine Ahnung, was das gibt. Hat es jemand schon gerechnet? Sagen Sie, was rauskommt. 0,164. So? Ohne die 0. 0,164. So, gibt es da Fragen dazu?